So, Tour beginnt, sind wir hier an einer großen Brücke. Ein Seil mit. Wolltest du dich hochhangeln? Nee, hoch, mit Rucksack. Aber ihr habt schon ein paar Meter. In der Hand, ne? Ja, genau. Ja. Hallo, servus. Hallo. So ein bisschen was runtergetrocknet. Ja. Soll ich jetzt wieder laden, ne? Ja, hallo Leute. Wir sind heute im Pfälzer Wald unterwegs, am Eiswoog. Zweitagestour. Ja. Die üblichen Verdächtigen. Ja, leider fehlt Klaus. An dieser Stelle nochmal schöne, gute Besserung, Klaus. Schade, dass du nicht dabei bist. Aber beim nächsten Mal wieder. So, jetzt geht's auf eine alte stillgelegte Bahnlinie. Eine Brücke. Ja. Und was sagst du, Gregor? Bungee-Sprung runter? Abseilen, das wäre was Geiles. Ja. Aber dem Gelände würde ich auch nicht mehr vertrauen hier. Nicht wirklich, nee. Hier der Flaschentäubling. Guter Speisepilz. Ja, wir sind jetzt ein paar Kilometer unterwegs hier auf den Schienen und bewegen uns jetzt auf einen Tunnel zu. Und da ist er auch schon. Thank you.
tierisch aufpassen, wo man hintritt. Ja, Frankie. Cool, ne? Ja, richtig geil. Hat was. Ja, wir sind jetzt hier am Billesweiher. Und genau hier ist eine Quelle, wo dieses kleine Häuschen angezeichnet ist, ungefähr. Links drunter ist ein Punkt, ein blauer Punkt, da ist die Quelle. Und da gehen wir jetzt hin. Hier ist der Billesweiher. So, hier ist der Sumpfwald ganz in der Nähe unseres Camps. Eine alte Kultstätte, wie es scheint. Ein Schwert, eine Waage, ein Freigericht, errichtet 1933, wenn ich mich hier nicht vertue, genau. Von der Gemeinde Alsenborn unter ersten Bürgermeister Fritz Illmeier. So. Der alte Fritz. Und hier vom Mittelalter. Ritter von Alsenborn. Ein Freigericht sicherlich. Nee. Ja, die hatten noch eine etwas andere Rechtsauffassung. Da gab es noch jahrelang, Jahrzehnte, Drei-Gänge-Menü und so. Landgericht auf dem Stampel. Gerichtsstätte der Grafen von Leiningen. Dino beim Mittagessen. Dino, was gibt's bei dir? Ah, Reis, Baby. Ist gut?
das nur trockener Reis oder was? Ja, nur Reis, ja. Nur Reis? Naja, macht auch satt. Entwässert auch. Mhm. Ich wollte erst, aber da habe ich mir gedacht, holst du doch nur Reis. Frank, du wartest noch, bis dein Essen durch ist, ne? Essen zieht, muss noch ziehen. Ich habe mir mal Chili con Carne von Travel Lunch gegönnt hier. Oder ich hänge mich manchmal so um. Ah, das schweineteure Zeug, ne? Boah, man gönnt sich ja sonst nichts. Genau, ja. Naja, ist mal ein Test. Mal gucken, wie so. Okay. Also, so ein Instant-Zeugs hier, wie das so schmeckt. Mal schauen. Guck mal, bei mir gibt es selbstgebrühten, frisch gebrühten Kaffee. Hier. Aber der Kaffee. Ja, wir da mitmachen. Geilo, oder? Einfach eine Cola-Flasche abgeschnitten, ein Loch reingemacht und fertig. Interessant. Von der Muppet Show, ja. Hier. Über die Krankheiten erzählen. Von Rückenschmerzen. Genau, auch. Von Rückenschmerzen, mit Knieschmerzen. Was für Tabletten helfen würde. Genau. Alles Bandscheiben geschädigt. Alles Bandscheiben geschädigt. Spaß muss sein. Fleisch, kein Fisch, komisch. Nee, das ist ganz viel geschädigt, denn die Scheiße. Kartoffeleintopf, ne? Normalerweise. Also ganz ehrlich, schönen Gruß an Travel Lunch. Simport Reiter GmbH aus Augsburg. Also, das kann man besser. Mit dem Preis vor allem. Ja, das ist auch kein, das ist kein Chili con Carne hier. Jetzt 3:30. Wir sind seit 10 Uhr unterwegs. Genau. Geht's jetzt zu unserem Lagerplatz. Da werden wir dann unsere Zelte aufbauen und übernachten. Oder Hängematten oder Tarps. Hier, so wie jeder. Wie jedem ist beliebt. So, ein bisschen Everglade-mäßig hier. Hier, Sumpfgebiet. Links und rechts ist ein Moorgebiet oder Sumpfgebiet. Ja, sehr schön. So, wir sind am Rastplatz angekommen. Nach, ja weiß ich nicht, knapp 20 Kilometern, so weiß ich nicht, 17, 18. Ja, es wird gleich, jetzt machen wir erstmal unser Zelt, unsere Zelte bauen wir auf und ein kleines Feuerchen, jetzt beginnt der gemütliche Teil. Ja, hier werde ich mein Zelt aufbauen. Minuszelt oder Hammock.
hier irgendwann ein Tier, diese F100 Komprimilch, wo eine Konzentratnahrung. Achso, so die Energie von sowas. Mhm, genau. Hab ich mal bestellt. Wird ganz gut. Ich hab beim letzten Mal ein bisschen viel. Habt ihr kein Feuer gemacht mit dem Dings? Nee, du meinst wahrscheinlich im Harz. Du im Harz? Ja, 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 so viel. Ja, bei Benjamin halt immer auch. Ich will ja gucken. Nacht gut verbracht. Es hat geregnet, aber das Zelt ist dicht geblieben. Ich habe in meinem Comfort 9, Cloud 9 Comforter von Western Mountaineering geschlafen. In meinem Quilt, und es war geil, war richtig gut. Jo. Mein Schlafgemach. Kurz zu den anderen. Guten Morgen allerseits. Und alle gut geschlafen. Oh. Feuer brennt schon. Wo ist Tino? Hängematte war gut. Hängematte ging so. War so warm irgendwie. Ich musste immer wälzen, bis ich da mal eingeschlafen bin. Hm. Na gut. Aber mein Bett wäre mir lieber gewesen. Ja. Kannst du das nächste Mal mitnehmen. Ja, wärst du jetzt irgendwo so ein Millionär, du würdest dann eine Hubschraube irgendwie ablassen lassen. Jo, das ist ja ein Fliegen. Ja. Das ist eine gute Idee, Gregor. Das werde ich mir merken. Wenn du euch ein Promi bist mit ein paar Millionen. Jo. Aber ist es dann noch Busch? Ja, die Laden dich und dann lässt es von hier oben langsam ab und dann. Jo. Aber ist es dann noch Buschkraft? Was ist ja im Wald. Glück ist dann halt. Dann ja, Feuer gut. Raus. Okay. Ja, wir sind vom Regen überrascht worden. Naja, nicht wirklich überrascht, aber hatten wir angekündigt. Aber ein ganz schöner Schauer, der hier runterkommt. Alles nass. Ich darf nach dem Werk heute anrufen, sagen wir, wie das Geld. Na, Tino? Nein, alles klar? Ja, klar. Ja, ein bisschen nass, ne? Ja. Aber was will man machen? Hier alle tragen Ponchos. Ja, aber mein Zelt hat also wirklich den absoluten Tarneffekt. Fällt kaum auf. Naja, wollen wir hoffen, dass der Schauer gleich vorbeigeht und dass ich hier weiterkomme. Wenigstens die Regensachen und das Zelt selbst halten dicht. Unsere Tour nähert sich dem Ende. Wir gehen jetzt genau zum Auto wieder. Haben noch 3-4 Kilometer Marsch vor uns, ne Jörg? Jawohl. Ja. Ja, 3, glaube ich. Wie hat es euch allen gefallen? Sehr gut. Sehr schön. Ja, super, ja. Das hat Spaß gemacht. Auch klasse. Wenn wir den Regen zusammengebaut haben, aber das abgebaut. Gehört auch gemacht. Ja. Ja. Gehört dazu. Genau. Ja, es wird alles im Härtetest unterzogen, ne? Die Kleidung, naja. Ja. Ja, aber... Aber das Zelt war super, die Kleidung war schwach. Ja, aber ja. Der... Dafür in Daunen geschlafen, was will man mehr? Ja, ne? Das war gut. Ja, das war wirklich schön, ja, kann ich bestätigen. Okay. Wir gehen jetzt zurück. Ja. Schön Cola und Mehl. Ja. Genau. So, jawohl. Dann auf den Weg. Lala. Feuer kann so. Thank you.
zumindest aus. Das kann schon sein, weil hier Höhenlinien sehr dicht beieinander sind. Mhm. Das heißt, wir haben ein starkes Gefälle. Ja, das passt. Das ist auch das. Ach so, ja. Da sind wir schon. Die schwarze Linie ist die stillgelegte Bahnlinie, nordöstliche Richtung. Dann sind wir ungefähr hier, wo mein Daumen ist. Ja. Und hier, wo der Zeigefinger ist, ist unser Ziel, Eiswoog. Da stehen unsere Autos. Ist irgendwas los. Ja, das war der Pfälzer Wald. Tschüss.